Und Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der kleinen Seelheim. Ja, ihr seht es am Kontostand, wir haben was gekauft. Steht beim Händler, holen wir gleich. Bring eben nur den Puma zu den Hof. Weil den brauchen wir jetzt gerade nicht, ne? Den muss man hier wieder grubbern, oder wir können wahrscheinlich auch so jetzt grubbern. Du kannst jetzt mal hier rein. Nee, du bist andere Halle, du kommst hier hinten hin. Bis wir hier Stroh einlagern, kannst du erstmal hier hin, ne? Steht noch alles voll. Ja, wie gut, dass ihr einen Plan habt, ne? Wer kennt's nicht bei mir? Das läuft hier gar nichts ohne Plan auf den Kanal. Das Dumme ist nur immer, dass die Pläne nie klappen, die ich mir ausdenke. Mal runter. Aber das sieht ja keiner, ne? Ich hab immer einen Plan. Was geht denn da hinten los? So, da! Ich hab ihn uns gegönnt. Aber diesmal als Case international, ne? Auf kleines Land haben wir ihn ausprobiert. Den probieren wir jetzt hier aus, ne? Stretch C. Getriebe. Machen wir 6 Geo-Splitter. Ist genauso cool. Ist eigentlich besser, oder? I don't know. Oh ne, unfahrbar. Wer weiß es? Korrekt. Bremskraft. Machen wir direkt 200%. Warum IAC hier, ne? Machen wir gleich schön ein Bildchen von. Direkt mit Frontlader. Damit wir noch einen zweiten Frontlader im Hof haben. Hab ich mir so gedacht. Und ich habe den Ballenauflöser gleich mit gekauft, ne? Den können wir auch bald stapeln. Nur Abfahrt zum Hof, ihm den Ballenbaum holen. Ein bisschen schwer, ne? Mit VCA. Da muss eigentlich RMD rein. Das letzte Mal, als ich das probiert habe, dann passt das nicht mit den Schaltzahns. So. Ich habe auch Ofenrohr drauf gebaut, ne? Weil anders ist das Ding unfahrbar. Originalausbruch. Geht ja gar nicht. Wir brauchen den Bollenwurm. Leute, wir brauchen den Bollenwurm. Schon mal Haferstrohverfeldung, Weizenstroh habe ich noch nicht gepresst, ne, Leute. Auch nochmal danke an euch, ne, ihr seid so eine geile Community. Muss man ja mal ganz ehrlich sagen, ihr seid ja echte Burner, ne. Eure Kommentare sind echt genial. Vielen Dank. So. Ach und, ach nee, weiß nicht, soll ich der Teaser? Ich würde, wenn ganz gerne, demnächst Streamzeiten, feste Streamzeiten einführen. Es geht am Wochenende, in der Woche komme ich da einfach nicht zu. Also das ist mit Videos machen und hochladen und arbeiten. Tut mir leid, ich schaffe nicht. Dass wir am Wochenende irgendwie festes Video, alte Streamzeiten machen. Wo wir sagen, da streamen wir. Dass jeder Bescheid weiß. Wenn ihr Bock drauf habt, bitte gerne in die Kommentare. Ich würde dann so freitags so gegen 3 würde ich anstellen oder 4, das ist mir egal. Um den Zeitraum, dass wir dann streamen. Wäre mir ganz lieb. Ich brauche dann nur mal euer Feedback, ne? Damit ich mich da so ein bisschen drauf einstellen kann. Das ist mir lieber als... Ja, ich... Weil ich mache das sonst immer spontan streamen, ne? Wenn ich da gerade Zeit habe, dann mache ich das Ding meist an. Es kann auch mal sein, dass ich
keine Zeit hat, ne? Aber normal am liebsten sind mir feste Streamzeiten, bin ich ganz ehrlich. Da kann ich besser mit planen. Also jetzt machen wir gleich erstmal ein Bildchen, ne? Passt auch genau von den Talas, ne? Der war richtig cool. So, schickes Geschütz, oder? Lord. Hoffentlich hat er jetzt ein Glück gemacht, ne? Wie der Ballenauflöser, der ist cool, ne? Da kannst du dann mit dem Stall fahren. Warum nehme ich den eigentlich nicht für kleines Land? Ich muss mir das aufschreiben. Den nehmen wir anstatt dieses olle Ding da. Und Einstreuer können wir auch die für kleines Land nehmen. Genau. Check. Cool. Gut, dass ihr mich daran erinnert habt, dass wir den da auch nehmen können. Macht sie aber auch ins Höchstchen, ne? Wir gehen hier beim Nachbarn aufs Gemüse vorne. Läuft hier bei uns, ne? Schicke Schlepper. Endlich schicke IAC, ey. Vor allem auf welche, die einigermaßen klingen. Das war nicht so schicke vorne, aber egal, hat keiner gesehen, oder? Keiner gesehen? Korrekt. Heute ist auch wieder so ein Tag, ich nehme ja Dienstag auf. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob morgen Mittwoch alle Videos kommen, das kann ich euch nicht versprechen. Heute ist echt so ein Tag. Nächstens voll früh wach, 4:30, oh nö, schon aufstehen, weißt du, kein Bock mehr, weil ich schon viel länger im Bett wach gelegen habe. Dann ja arbeiten, ja. Gibt halt so Tage, da hast du Kackarbeiten, müssen aber auch gemacht werden, weil es kein anderer macht, ne? Ja, dann kommst du nach Hause oder willst nach Hause. Dann hab von meinem Fahrdienstfahrer nenne. Hat die Schwiegermama einen Unfall gebaut, ne? Richtig schick gefahren. Weißt du? Alles tut die, bist schon wieder viel später zu Hause. Dann kommst du nach Hause. Dann ja auch neue Staubsauger da. Muss ja auch mal sein, ne? Dann ist dies, dann ist das, dann ist jenes, ne? Die ganze Tagesplanung dahinter. Gehen wir jetzt so weg. Vorne eben hier beim Nachbarn lang. Das sind so Tage, ne? Da weißt du dann nicht, wo vorne und hinten ist, weil alles durcheinander ist. Da komme ich nicht mit klar. Aber das ist auch mit meiner Krankheit geschuldet. Also. Ja, verkauf die Show sehen. Verkaufst du jetzt? Ja, so, hier, so geht das, ne? Ja. Ah, Ballenauflöser. Hätte ich ein schickes Geschütz, normal geht das ganz gut, dass die Ballen weggehen, ne? Das dauert jetzt natürlich, bis er sich aufgelöst hat. Schickifani weg jetzt nicht mehr. Bäm, Vorführeffekt. Oh, wir kriegen Geld, ne? Weiß überhaupt keiner wie viel, ne? Weil das kann sich jetzt hier nur noch um Stunden handeln. Geht jetzt die IC von innen? Von dem letzten ging das dann. Oh, von innen geht's ja. Korrekt, bei dem geht die. Von dem letzten ging die ja nicht.
Store. Komm nicht bis Store. Ja, die nachfolgenden Sendungen verzögern sich halt, ne? Ich weiß Bescheid. Jetzt Svenny hat gerade leichten Stress hier mit dem Ballenauflöser. Hat der da oben auch IC? Ne, ne. Schade, ne? Ja, kurz. Oh, 453 Euro hat das gegeben. Kannst du mitleben, ne? Das Getriebe ist was von hinten, ne? Schicki feini. Jetzt ist er drop. Der Donnerschlag. Korrekt. Wenn er jetzt gleich noch auf dem Wagen ist, dann ist er noch perfekt, ne? Dann müssen wir hier Stroh pressen, ey. Das nützt nichts mehr. Ich muss nochmal Stroh pressen, euch angucken. Wir müssen Stroh pressen. Das haben wir schon. Das bringen wir zum Hof. Mit der Grad. So Leute, ich sag aber erstmal danke fürs Zugucken bis hier. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen von dem Chaos, würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.